So, nachdem ich gerade 4 Minuten ohne Bild aufgenommen habe, nehmen wir jetzt richtig auf. Ich sage jetzt zum dritten Mal, dass wir nicht weitermachen bei Things, sondern dass das hier eine Spezialfolge ist, nämlich in der wir die Musik untersuchen werden, die ja in der Version läuft, wenn man nicht den MSU1-Patch drin hat. Und ich habe jetzt einfach die ROM in einem anderen Ordner geöffnet und damit hat man dann den MSU1-Patch raus. Und oh mein Gott. Gerade ging. Oh, das ist was, was mich bei SNES 9X dermaßen aufregt. So. Mein Gott. Ist Wahnsinn. Ja. Und. Genau. Und wenn man die sozusagen dort öffnet, dann ist der MSU-Patch rein. Der MSU-Patch raus. Aber man hat seine Save-File noch, sodass ich jetzt einfach rumlaufen kann. Und jetzt habe ich natürlich 4 Minuten lang schon aufgenommen und schon so ein bisschen festgestellt, dass die meisten Lieder die gleichen sind, nur halt als Port-Version. Aber ich weiß noch nicht, ob es zu jedem Lied auch eine Port-Version gibt. Das würde mich so vor allem bei Escape Through the City und so weiter interessieren. Dann habe ich festgestellt, wenn man hier jetzt in den Mond reingeht, klar, es geht wieder von vorne los. Was logisch ist irgendwo, ne? Aber ja, wenn man jetzt sozusagen Raum 48 nochmal spielen will, dann müsste man halt alles nochmal durchlaufen. Wollen wir nicht. Und Musik habt ihr gehört, war das ganz normale Lied. Hier der gleiche Spaß. Wenn man hier reingeht, läuft dieses Tohu-Lied. Ich werde da gleich reingehen und pausieren. Weil ich will jetzt ja dieses Level nicht spielen, sondern wir wollen ja die Musik hören. Und das ist auch das Lied, was auch im Original gelaufen ist, meine ich zu. Ich denke es zumindest, dass es das ist. Es müsste das eigentlich sein. Während ihr kurz das Lied hört, will ich mal kurz was ausprobieren. Ich muss mal schauen, ob das funktioniert oder ob das Quatsch ist, was ich mir gerade denke. Oh mein Gott. Das funktioniert. Ach so, ihr hört nichts mehr. Hier. Ach, das ist ja wild. Kann ich gleichzeitig? Sick. Das ist ja interessant. Das seht ihr jetzt nicht, weil ich nur ein Fenster da wahrscheinlich haben kann. Mein Gott, geht. Würde das gehen, dass ich hier das zweite Essen. Ich muss das jetzt ausprobieren. Das wäre ja cool. Wartet, ganz kurz, den Moment müsst ihr mir jetzt geben. Ich hoffe, ich verstelle jetzt nichts. SNES 9X2. Okay. Genau, das hier will ich haben. Yo, da ist es einfach. Wie geil. Dann packe ich nämlich mal kurz dieses zweite Fenster. So irgendwie hier so hin. Und dann können wir nämlich tatsächlich, dann können wir 1:1 vergleichen. Oh mein Gott. Oder warte. Noch besser. Wir machen das hier auch kleiner. Oh Scheiße, oh Gott, jetzt verstelle ich die. Ah, Hilfe. Ich glaube, ich kann es jederzeit, wenn ich Dings mache, kann ich es jederzeit wieder richtig machen, ne? Wenn ich sage, an Bildschirm anpassen, dann ist es wieder automatisch richtig. Okay, also kann nichts kaputt machen. Ich kann nichts kaputt machen. Das ist gut. Das ist gut zu wissen. Weil wieso ist das eigentlich so breit und das da drüben, das da oben ist es nicht? Das ist ja auch interessant. Das ist doch das gleiche Fenster. Egal. Wir hören kurz hier mal rein. Jetzt kommt gleich der Tohu. Der Moment, wo man erkennt, dass es Tohu ist. Da. Und das lief nämlich im Original. Moment, hier genau, hier wollte ich hin. So, aus hier. Und wenn ich jetzt, also wenn ich jetzt in das andere reingehe, dann sieht er das auch, ne? Genau, jetzt sieht er das im Kleinen. Oh mein Gott, ist das gut. Na, und hier lief das Lied auch.
Da merkt man jetzt richtig den Unterschied. Ist das geil? Oh, ich darf nicht rausklicken. Ist das gut? Gleich kommt die Stelle wieder. Jetzt gleich. Ist das cool? Okay. Okay. Gut. Ja, dann gehen wir hier raus. Dann kann ich wirklich alle vergleichen. Dann gibt es nämlich auch kein. Oh, ich weiß nicht mehr, was da gelaufen ist im Original. Das ist ja voll gut. Okay, Leute, es tut mir leid, aber dann. Ich weiß nicht, ob euch das interessiert, aber mich interessiert das enorm. Ich würde mir wirklich gerne die Zeit nehmen, um das jetzt mit allen Leveln durchzuchecken. Mich interessiert das enorm. Ich hoffe, euch auch. Pokeballs. Im Original. Okay, das kann ich mir durchaus vorstellen, dass das geportet ist auch. Genau. Na, das ist ein relativ normales Lied. Gut, da kann man gleich wieder raus. Das ging schnell. Okay, aber ich denke, so können wir das wirklich machen. Also im Kleinen ist sozusagen das, was wir gespielt haben, ne? Und das Große ist jetzt die Version ohne. Also bekommt ihr selber mit, ihr hört's ja. So, jetzt wieder das Original. Ich kann auch immer mal ein bisschen vorspulen, wenn es mal. Welche Taste war denn das? Shit, welche Taste spult denn vor? Aber gut, das Lied hören wir. Ist jetzt nicht so spannend gewesen. Ja. Oh. Aber es ist auf jeden Fall auch dieses Lied. Boah, ist das gleiche. Wahrscheinlich ist es wirklich so, dass es einfach zu fast jedem Lied auch eine geportete Variante gab. Aber ich denke nicht bei jedem. Ich kann es mir nicht bei jedem vorstellen. Wirklich nicht. Aber problematisch wird es nicht. Oh nein. Problematisch wären natürlich dann die Boss-Lieder und sowas. Weil da müsst ihr jetzt so den Bossen nochmal spielen. Ja gut, also das. Das wird halt das Normale sein. Also da kann ich mir jetzt nicht viel Spannendes vorstellen drunter, aber wir gucken kurz rein. Ja. Mein Gott. So. Ja, ist halt das normale Lied. Okay. Gehen wir hier weiter. Zu Dance Land. Stimmt! Das war ja dieses Lied. Ich hab's verkackt. Kann ich das pausieren, dass ich das Lied hören kann? Das kann ich jetzt nicht hören. Das ist jetzt schlecht. Das muss ich jetzt spielen, sonst kann ich das Lied nicht hören. Okay. Oder war das nicht mit Gesang sogar? Scheiße, ich kann's nicht. Moment. Zurückspulen. Ah, ich krieg's nicht hin. Genau. Aber das kann auch im Original jetzt nicht gesungen werden. Original sage ich schon halt in der Version ohne MSU.
Okay, ich denke, wir haben genug von dem Lied gehört. Wir können uns wieder dran erinnern, ne? So. Wir können uns wieder dran erinnern. Okay, let's go. Was kommt jetzt hier? Ich muss jetzt einfach gerade spielen, weil ich es so gut finde. We did it. Okay. Also auch eine coole Version. Ne? Auch eine schöne Version, muss man sagen. Aber natürlich ohne Gesang, wie ich es mir gedacht habe. Also wahrscheinlich ist immer dann der MSU-Patch sozusagen crazy, wenn es halt wirklich eben, wenn es nicht ein Lied ist, was es normal so auch gab, sondern wenn es irgendwas mit Gesang war, weil das ist klar, das kann es da nicht geben. Virtual Sports Ball dürfte ein normales Lied gehabt haben, oder? Genau. Also das kriegt man problemlos. Das kriegt man problemlos auch als Port. Ja. Aber natürlich überhaupt nicht ansatzweise so eindrucksvoll, ne? Aber gut, ist klar. Kennen wir. Kennen wir, müssen wir nicht weiter drauf eingehen. So, was war hier? Ah ja, Doom, ne? Aber schon eine spezielle Version. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass genau diese Version hier jetzt spielt. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Klingt schon deutlich. Ja, wie halt ein Port. Aber das gleiche Lied auf jeden Fall. Also da hat er schon drauf geachtet, dass es wirklich die richtigen Lieder sind. Was mich auf jeden Fall dann jetzt schon zur Beantwortung der Frage führt, wie es bei diesem Grinder-Level ist, wo das Zelda-Lied ja lief, wo ich immer gesagt habe, das ist unpassend, dann wird im Original auch das Zelda-Lied laufen. Yeehaw! Ja, ich denke, das kriegt man auch im Original hin. Ich sage immer Original. Ich werde einmal Original für die eine Version und einmal Original für die andere Version sagen. Vergesst einfach mein Gerede. Das ist das Beste. Jo, das ist sogar identisch fast. Jo, das ist identisch. Witzig. Okay. Das ist ja wirklich witzig. Gut. Gehen wir wieder hier rein. Gehen wir kurz durch die Meme-Lands durch. Da war doch auch was mit Gesang. Da war doch auch irgendwas mit Gesang, war doch hier. Ah ne, da nicht, aber... Stimmt, da war die Variante. Ach ja, mit dem genau. Das war die... Ja, richtig. Genau, das war das. Okay,
Was wird da jetzt im Dings laufen? Einfach das Normale? Und dass man halt erkennt, dass es ein Trolllied ist? Ah, das ist ja schon interessant. Okay, okay. Also da wird auf jeden Fall jetzt was anderes sein. Das ist jetzt eines der spannenderen. Aber einfach nur das Originallied, ohne dass es dann trollig wirkt? Ja. Also, wenn man das jetzt so hört, würde man denken, oh, ist halt normal einfach das Originallied, ne? Und man würde gar nicht merken, wie trollig das eigentlich sein soll an der Stelle. Das ist fast schade. Aber wie will man das jetzt auch, wie will man das hier implementieren, ne? Das geht nicht. Kein Yoshi-Sound, kein gar nichts, kein Gesang. Ja, kannst du nicht implementieren. Geht einfach nicht. Wie, was war, war das das Normale? Ach ja. Ach ja, das war das. Okay, danke dafür. Und hier halt das Normale. Okay, das ist nicht mehr ganz normal. Soll das so cursed sein? Ich meine, ich gehe davon aus, dass es so cursed sein soll, aber uff. Wenn es nicht Memeland wäre, würde ich sagen, mit dem Port ist irgendwas nicht ganz richtig. Aber es ist ja Memeland. Okay, gut, dann haben wir Memeland auch schon gesehen. Sehr schön. So. Ach ja, das World of P-Level. Aber das ist relativ normal, ne? Ja, das ist jetzt nichts Spezielles. Ich denke, das wird relativ unspektakulär jetzt hier von dannen gehen. Ja, ne? Können wir direkt weiter. Wir müssen uns nicht überall ewig lange aufhalten. Gut. The Fasts Man. Das, denke ich, wird ein bisschen anders sein. Ach, was mache ich denn hier für Quatsch? Merkt ihr, wie ich einfach gar nichts mehr kann? Das ist schon irgendwie traurig, ne? Was man alles mal gespielt hat. Und jetzt kann man... Naja, okay, doch. Also man kommt schon wieder rein. Aber wobei... Ich denke, das Lied kriegt's auch, kann man auch als Port bekommen. Ja, wow. Das ist halt fast identisch. Ja, das ist identisch. Oder? Schon, ne? Das ist identisch. Okay, interessant. Gut. Nintendesi Ruins. Ja, okay. Ah, das war aber hier war Intro, ne? Und dann, wenn man das geschafft hatte. Ach ja, scheiße. Dann kam doch erst die richtige Musik, die Wily-Musik hier. War das nicht so? War das nicht die Wily-Stage? Ey, ich bin zu blöd dafür. Das hier war ja nur das Intro. Ist das mein Ernst gerade? Come on!
wollte jetzt aber ja auch nicht spielen, ich wollte ja jetzt Musik hören. So, mein Gott. Genau. Das ist halt schon eine sehr geile Version. Das ist halt schon eine sehr geile Version. Da frage ich mich wirklich, ob die auch so ist. Okay. Haben wir wieder reingehört. Jetzt hören wir hier rein. Ja, das ist klar, dass das hier gleich ist, ne? Aber dann die Wily-Version, das interessiert mich natürlich. Oh! Jetzt machen wir das hier auch noch fünfmal falsch. Danke. LOL! Manchmal frage ich mich, ob ich hier den richtigen Ding geöffnet habe, aber ich garantiere euch, ich habe jetzt die andere Raum offen. Oh, das ist das Gleiche. Ich hätte nicht gedacht, dass das hier auch geht, okay. Das ist ja faszinierend. Das ist ja faszinierend, okay. So. Aber ihr kriegt ja auch immer, ihr habt ja auch immer zur Kontrolle, welches Bild sich bewegt, ne? Und das Kleine ist das, was wir vorher gespielt haben. Mit dem nicht NSU, um Gottes Willen. Mit dem MSU1-Patch. Und das Große ist das ohne Patch. War hier irgendwas liedtechnisch speziell? Ich glaube nicht. Das ist halt dieses Phoenix Wright-Lied gewesen. Und ich denke, das lässt sich hier auch relativ einfach einbauen. Okay, allerdings, ja. Es ist das Phoenix Wright-Ding, aber naja. Da muss man sagen, passt hier deutlich weniger. Aber wirklich deutlich weniger. Eieiei. Eieiei. Okay, dann kommen wir zu dem Bonus-Game. Das war auch ein geiles Lied. Okay. Genug gehört. Mal gucken, ob sie es hier auch reingebaut haben. Ah! Ja, man hört es raus, natürlich ganz deutlich, aber eine andere Version. Aber auch gut. Auch gut. Definitiv. Also jemand, der dieses MSU-Patch-Dings nicht hinbekommt, der hat jetzt keinen riesigen Verlust bisher, aber ein paar Sachen sind schon cooler mit dem Patch. Muss man schon sagen. Okay. So. Die Send... Oh! Okay, da muss ich jetzt... Oh, da muss ich jetzt... Haha, das wird jetzt... Das wird jetzt schwierig. Wir haben erstmal dieses Runterfalllied. Aber okay, das ist relativ generisch, ne? Das ist jetzt nicht so spannend. Nein, ich wollte... Genau, hier rein. Weil da läuft jetzt das nächste Lied. Das ist dann die Variante. Und dann haben wir aber noch ein drittes Lied in diesem Level. Na, soweit ja erstmal alles cool.
Da bin ich schon gespannt, in wie welcher Version das hier laufen wird. Und dann gab es aber ja noch dieses Lied hier. Gott, das war auch ein schwieriges Level. Eieiei. Wobei, das kann ich mir wieder in normal vorstellen, auch als Port. Das könnte sogar dann die gleiche Version sein, fast. Okay, aber ich glaube, das waren alle drei Lieder. Ich hoffe, es gab nicht noch eins. Irgendwie später oder so. Ich glaube es nicht. Ich kann mich nicht erinnern. Ich hoffe jetzt nicht, dass der zweite Teil ein anderes Lied hat, aber dann habe ich einfach Pech gehabt. Also alles nochmal spielen kann ich jetzt auch nicht. Okay. Das ist das Runterfallen. Denke ich, dass. Also vom Lied her ist es das gleiche, aber es klingt halt schon sehr anders. Ja. Ah, weiß ich nicht. Nicht so schön. Oh ja, wow. Oh Gott. Also da war das gerade eben schon echt Luxus. Das klingt cursed. Das klingt richtig cursed. Ey, dagegen war das gerade viel besser. Das ist ja Wahnsinn. Okay. Ja, aber das hier ist genau. Das passt. Das habe ich mir schon gedacht. Na, das kann man ganz gut einbauen. Aber es ist nicht das Gleiche. Schon anders. Da, genau, jetzt kommt die Stelle. Also das ist cool. Aber das in dem grünen Ding war ja richtig komisch. Okay, Tide Pond Challenge. Was hattest du für Lieder? Ja, war schön, aber ich glaube, das wird es im Original auch geben. Also im Nicht-Patch auch geben. So, ohne Patch. Okay, ganz anders. Es ist das gleiche Lied, aber ganz anders. Boah, weiß ich nicht. Na, da gefällt mir die Patch-Version schon wieder deutlich besser. Also bisher hat die Patch-Version schon ordentlich viele Vorteile. So, mein Lieblingslevel. Uff. Okay, das kann ich mir aber auch gut als Patch vorstellen. Das ist ja ein ganz normales, bekanntes Lied auch. Vielleicht nicht genau die gleiche Version, aber schon sehr ähnlich dürfte das sein. Oha. Ah ja, genau, das fängt ja so an. Genau, aber es ist das gleiche Lied, ne? Man hört's raus. Witzig. Okay. So, jetzt kommt das hier, dann ist es relativ klar, dass das auch das Zelda-Lied sein wird. N nicht in dieser Version. Ich bleib dabei. Ist viel zu episch für dieses Level. Ist viel zu episch für dieses Level. Ja, ist halt genau. Das ganz Normale.
Aber ich verstehe nicht, das passt einfach nicht. Ich weiß einfach nicht rein. Ich bleib dabei, es passt einfach nicht rein. So. Okay. Damit haben wir den kompletten unteren Teil fertig. Nach einer halben Stunde. Scheiße. Okay, gehen wir erstmal kurz hier rein, weil das ist ein Einzellevel gewesen. Ah, das war wie was? Was muss ich da nochmal machen? Ach, L und R stimmt. Oh Gott. Habe ich jetzt nicht L? Ich habe die falsche Taste gedrückt. Never mind. Ja, irgendwie so ging das. War eine coole Idee. Aber nicht so mein Lieblingslevel jetzt. Aber hatte schon was. Aber gut, ich denke, das wird relativ normal auch hier sein. Das wird hier auch relativ normal sein. Ups. Ja, ist das gleiche Lied. Aber halt in einer portigeren Version. Ja gut, brauchen wir jetzt nicht. Brauchen wir jetzt nicht ewig lange hören. Passt schon. Gut. Ja, und jetzt haben wir hier wieder ein dreistelliges... Nicht dreistellig, aber ihr wisst, was ich meine. Also das ist relativ normal. Wird halt das SMW-Team sein. Wahrscheinlich nicht so rockig, klar. Oh, ich treff's nicht. Ich treff's nicht. So. Und dann die Variante, denke ich mir, wird auch relativ normal sein. So nicht. Hoppala, das war zu bald. Cool. Ne, so auch nicht. Das muss ich jetzt wieder zweimal machen. Ah. Aber so können wir immer das nicht lang genug hören, um es uns eins zu prägen. Ach, das gibt's doch nicht. Das wollte ich jetzt überhaupt nicht, aber ist okay. Yes, no. Mann! Da bräuchte man jetzt wirklich so Shortcuts in die verschiedenen Abschnitte. Oh nein! Mir fällt gerade ein Level ein, was verschiedene Lieder hatte, aber die werde ich garantiert nicht nochmal alle hören. Das Level, wo man so nach oben steigen muss. Wo man so schnell wieder runterfallen kann. Nee, also das... Das tut mir leid, da werden wir leider nicht alle Lieder hören können im Original. Ah, das war die Variante. Okay, das wird alles normal geportet sein. Das ist jetzt alles keine Zauberei. Das ist alles keine Zauberei. Okay, das ist eine interessante Version, aber... gar nicht so rockig. Aber halt... Man hat sich zumindest bemüht, eine andere Mario-Version zu holen. Aber ja, okay. LOL! Das ist einfach voll 8-Bit-artig. Aber hätte man der Katze da keine bessere Version gegeben? Also das ist ja jetzt verglichen mit allen anderen so, dass... Oh. Okay, das klingt super weird. Nein. Das klingt super weird. Dafür, dass schon ganz andere Varianten gegangen sind, weiß ich nicht. Gab wahrscheinlich keine bessere Version.
Das wird halt das Problem sein. Du willst ein spezielles Lied hier einfügen und bist dann ja darauf angewiesen, dass es für den normalen, also für ohne Patch auch eine Version davon gibt. Und wenn die halt nicht so gut ist, naja. Ja, und das ist das ganz Normale. Okay. Alles klar. Ja, dann muss man in den sauren Apfel beißen. So, Boon is Jesus. Das war das Überwasserlaufen-Ding, ne? Genau. Ne, wie ging das? Was musste ich da machen? Ne, wie geht. Ist jetzt auch egal. Wir haben es gehört. Nein! Nicht da hoch. Darüber. Zack! Ja, okay. Das geht in Ordnung. Wie ging das noch gleich? Ich hab's vergessen. Ich hab's echt vergessen, ne? Aber es ist eine schöne Version. Ich habe mich doch damals nicht so angestellt, dass ich das zum ersten Mal gespielt habe. Ach, doch so, okay. Passt schon. Passt schon. Aber ich bin jetzt halt auch nicht auf Spielen aus, sondern nur auf Musik hören. Deswegen bin ich wahrscheinlich so unkonzentriert. Ah, okay. Ja gut, das ist dann auch einfach das Original. Das ist dann einfach das Original aus Golden Coins. 6 Golden Coins. So ein gutes Spiel. Aber auch eine schöne Version. Sogar fast, würde ich sagen, die schönere. Aber gut, das ist jetzt, ja. Mit dem Lied kann man halt eh nichts falsch machen. Money Shot. Ja, das ist auch relativ normal. Ja, das ist ganz normal. Ja. Das ist halt, glaube ich, sogar exakt das gleiche. Okay. Mulligan. Okay, das bekam auch kein anderes Lied, als es losging. Okay, das war das. Na, es soll wahrscheinlich aufs Gleiche hinauslaufen. Oh. Ja, doch. Man hört es deutlich raus. Okay. Genug gehört. Genug gehört. Passt. So. Dann haben wir hier unten das Auto-Level. Das war, glaube ich, auch nicht... Musiktechnisch war das, glaube ich, keine Offenbarung. Wait, ist das nicht das gleiche Lied? Bin ich jetzt dumm? Ja, dann brauchen wir da ja gar nicht. Dann brauchen wir da ja gar nicht in der anderen Version reingucken. Krumi Script. Ach, das war das Level. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war auch so ein Ding. Das war dieses andere verrückte Level. Okay, aber ein schönes Lied war's. Aber ein schönes Lied war's. Okay, ja, ist das gleiche, hört man eindeutig raus, aber halt eine ganz andere Version. Ja,
Auch wieder so eine Version, die halt... Naja, sie ist da. Aber jetzt nicht die beste Version von dem Lied. So. Ja, es ist wie gesagt einfach das gleiche. Okay. Gut. Haben wir das. Dann... Ich überlege, ob ich... Also, wir werden es nicht in einem Part schaffen. So, das ist klar. Aber ich denke, wir machen jetzt in dem Part, machen wir noch diese erste große Welt zu Ende. Und dann haben wir schon mal Neko Meadows abgeschlossen und können uns dann in den nächsten Parts den anderen widmen. Ich denke, das ist ein ganz guter Abschluss dann, wenn wir hier alle durch haben auf dieser Karte. Ja, gut. Ja, gut, das ist halt 1-2 Haferbrei, so. Ja. Ja, was soll passieren? Gut. Hatte die Höhle irgendein spezielles Ding? Oh, ich denke jetzt nicht, dass das irgendwie wahnsinnig anders sein wird. Halt. Ja, wow. Okay. Dann haben wir den Darkstar Palace, aber erst im Original. Das war auch... Das war doch das Lied, wo ich immer irgendwas rausgehört habe an einer Stelle, ne? War das nicht das? Müssen wir da... Dann müssen wir jetzt kurz warten, bis die Stelle kommt. Irgendwas war doch da, was ich immer, wo ich gesagt habe, das klingt wie das und das. Das war doch genau dieses hier. Ja, ja, gleich. Wo ich gesagt habe, das war zu dem Donkey Kong Lied. Genau jetzt. Habe ich ja damals abgespielt, ne? Dieses Flight of the Thing, Flight of the Zinger. Genau, das war das Lied. Witzig. Ja, ist, ich glaube, es ist exakt das gleiche, ne? Ist auf, also wenn es nicht exakt das gleiche ist, ist es sehr ähnlich. Kann man gleich weitergehen. Okay, Pitlab. Ah ja. Oh nein. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Das ist jetzt ganz schlecht. Weil jetzt können wir das anfangen. Also jetzt können wir das... Ich müsste jetzt... Oh nein. Naja. Ich komme ans Anfang an. Ich komme an in die normalen, an den normalen Abschnitt des Levels komme ich jetzt nicht ran. Hilft nix. Das geht jetzt halt nicht. Das geht jetzt halt nicht. Weil, wenn wir jetzt starten, starten wir halt wieder hier. Ne? Komm da nicht raus. Ja, hilft nichts. Okay. Ja, moin. Vielleicht gehe ich erstmal hoch. Ah, warte, komme ich hier zurück? Sehr gut. Okay, da wissen wir noch grob, wie es geklungen hat im Original. Das hat gepasst. So in etwa so ähnlich war es auch. Ich kam durch die Tür zurück. Ah, das war gut. Ja, doch. Das ist schon recht nah am Original. So. Okay. Ja, ist eine andere Version. Aber natürlich hört man es raus, das Lied. Wie ich nichts mehr hinkriege. Jetzt. Ach ja, bei Orange musste ich mich bewegen. So.
Da hören wir jetzt mal kurz ein bisschen rein, weil ich da schon bis zu der entscheidenden Stelle hören möchte. Und jeder weiß, was die entscheidende Stelle ist bei diesem Lied. Ach Gott, ich muss springen. Und dann kann ich so lange auch kurz spielen. Dann habe ich was zu tun. Und ihr habt was zu gucken. Aber es dauert halt ein bisschen, bis die entscheidende Stelle kommt. Die Variante gerade klingt zum Beispiel ziemlich komisch. Jetzt. Oh, wow. Oh, wow. Climax versaut. Oh, das ist lame. Geht wahrscheinlich nicht viel besser als Port, aber uff. Oh. Oh, weiß ich nicht. Wenn man das Original hat, dann ist das schon nochmal eine ganz andere Hausnummer. Okay. Uncontested Power. Oh, das war auch ein übles Level. Oh mein Gott, das war richtig übel. Ich erinnere mich. Ja, ja. Ja, ja. Oh Gott, nee. Okay, genug gehört. Okay, aber ist ja... Ja, hört man raus, hört man raus. Ist nicht schlecht. Keine schlechte Version. Ja, keine schlechte Version. Okay. Gut. Bevor ich es vergesse, gehen wir jetzt in die Yoshi-Spezialwelt. Okay, da bin ich gespannt, ob dieses Lied auch am Anfang kommt. Bei der Verwandlung. Gut, ich meine, da läuft dann halt der Port von dem Lied. Das gibt's auf jeden Fall geportet. Das ist... Wird nicht diese Version sein, aber halt ein Port. Wir gehen jetzt erstmal alle Yoshi-Dinger durch. Weil das sind halt die verschiedenen Yoshi-Dinger einfach gewesen, ne? Was musste ich hier nochmal tun? Ach ja, ich konnte die Shells. Das war das. Das war ein so cooles Level, ne? Die Shells, die Yoshis. Das war echt ein cooles Level. Okay. Es liefen halt hier hauptsächlich die Yoshi-Lieder, ne? Also, genau hier auch dieses Yoshi-Lied. Bam, 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 in schöner Version. Können wir gleich wieder raus. Können wir jetzt relativ fix hier durchgehen. Und das war halt das Schloss-Thema. Genau. Oh, will ich jetzt... Nee, bis zum Boss können wir jetzt nicht. Also bis zum Boss können wir jetzt nicht nochmal spielen. Aber ich glaube auch, das Boss-Theme war jetzt nicht das Spannendste, ne? Wieso bin ich jetzt nochmal da rein? Ja, also, ja. Alles kann ich nicht vergleichen, weil, wie gesagt, bis zum Boss jetzt nochmal spielen, das wäre jetzt auch Quatsch. Okay, das kommt sogar auch hier. Cool. Ja, okay. Ich glaube, das ist sogar fast das Richtige, ne? Ich glaube, das ist nicht mal eine andere Version. Okay, hier ist es deutlicher. Eine andere Version. Die normale halt, wie man sie kennt. Okay. Es wird jetzt überall halt die normale Version sein. Genau. Ja, wie man es kennt. Und dann hier die normale Version auch. Ja, die ganz normale Version. Nix Spannendes, keine Zauberei, kein gar nichts. Okay.
Gut. Dann haben wir noch zwei Level vor uns. Nee, eigentlich nur eins, aber zwei Lieder. Oh nee. Ach so, ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm, ich muss nur das Level beenden. Ich muss nur das Level beenden und dann nochmal rein. Ey, der Mond hier, ne? Furchtbar. Genau, hier dann. Da bin ich jetzt gespannt, ob der Soundeffekt auch da sein wird. Dann haben wir das Haus auf jeden Fall. Aber in dem Haus dürfte jetzt auch nichts Spannendes sein. Das ist halt das Haus. Was allerdings spannend sein wird, wird die Röhre hier sein. Na, auf das Lied bin ich gespannt. Das haben wir auch, glaube ich, ein paar Mal gehört im Let's Play. Ich glaube, das ist der Raum, durch den ich am häufigsten durch bin. Wegen diesem scheiß Mond, den ich jedes Mal nicht wusste, wie er geht. Und dann musst du einfach raus und wieder reingehen. Und das war's gewesen. Ja, das muss man sich mal geben, was das für ein simpler Mond eigentlich war. Und man kommt einfach nicht drauf. Echt traurig. So. Okay. Ach, hier der gleiche Scheiß jetzt natürlich. Ja, logisch. Okay, hier gibt's auch so eine Art Soundcape. Aber halt anders. Interessant. 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 So. Klingt deutlich gruseliger auch, ne? Alter, ja, klingt richtig gruselig. Okay. Man hört's raus, aber es ist schon deutlich anders. Gut, jetzt bin ich gespannt. Okay, doch, auch sehr rockig. Ja, doch. Schöne Version. Also hier... Hier kann man wirklich sagen, ist ein gutes Äquivalent gefunden worden. Okay. Dann. Nächstes Mal. Geht es dann hier weiter. Jetzt kommen ja nicht mehr so große Einzelwelten. Also wir werden, denke ich, schon relativ viel noch schaffen. Wenn wir wieder eine Stunde machen. Ich denke, zwei... Drei Parts maximal und dann haben wir das mit der Musik. Aber ich hoffe, das interessiert euch. Mich interessiert das echt sehr. Also, wenn ihr es jetzt nicht sehen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare, dann gucke ich es für mich allein. Wobei, bis ich es aufgenommen habe, habe ich es dann eh schon. Also, ja. Aber mich interessiert das doch sehr. Oh nein, hatte der Turm, oh nein, hatte der Turm verschiedene Lieder? Ja, wahrscheinlich, aber die kann ich jetzt nicht alle durchspielen. Ja, also manches geht halt nicht. Was ärgerlich ist, weil gerade dann, wenn es was ist, wo am Ende nochmal die Musik anders wurde. Ja, aber was willst du machen? Aber da müsste ich halt, da müsste ich alles nochmal, nee, das, ich kann nicht nochmal alles spielen. Das geht nicht, das geht nicht. Okay, ich bedanke mich aber erstmal fürs Zuschauen und sage Tschüss.